Das hier ist Da Vinci Code. Ein geniales Spiel für unterwegs, das darf in keinem Camper fehlen. Wie das funktioniert, warum das so toll ist, zeigen wir dir in diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Mattes. Und ich bin der Josia. Dieses Spiel gibt es seit 2013. Es hat schon viele Preise abgeräumt. Und zwar natürlich auch schon auf der Vorschlagsliste für Spiel des Jahres. Und dass das Spiel so toll ist, das sieht man auch daran, dass es auf dem Markt vergriffen ist. Es ist ganz arg schwer, an Da Vinci Code dranzukommen. Wenn man es im Internet findet, ist es immer ausverkauft oder es gibt es gebraucht. Ursprünglich hat das Spiel 19 Euro gekostet. Gebraucht gehen die Preise hoch bis auf 70 oder 80 Euro im Internet. Einfach deshalb, weil man es so schwer bekommt. Und weil es so gut ist. Ich habe eine Quelle gefunden, das ist genau dieses Spiel Da Vinci Code. Kann man sich im Ausland bestellen. Den Link habe ich dir unten über eBay, kann man das gut beziehen. Dauert ein paar Tage länger, aber ich habe es probiert. Es kommt und es ist 1:1 dasselbe. Und jetzt erklären wir dir die Regeln und die sind total einfach. Das Spiel ist für 2 bis 4 Spieler. Es macht zu zweit genauso Spaß wie zu dritt oder zu viert. Und die Regeln, die sind ganz schnell erklärt. Das ist übrigens der Josia, mein Sohn. Wir haben das Spiel schon unzählige Male gespielt. Und Josia, sag ehrlich, wer hat am öftersten gewonnen? Natürlich ich. Wer sonst? Ich behaupte das Gegenteil. Also, wir werden sehen, wer das Spiel gleich gewinnt. Das Spiel besteht aus 26 Spielsteinen, 13 schwarze, 13 weiße. Die kleinste Zahl im Spiel ist jeweils die 0. Die größte ist die 11. Und es gibt jeweils einen Bindestrich. Und die beiden Bindestriche, das sind sozusagen die Joker. Wer die hat, der hat's schon mal gut. Zu Beginn des Spiels zieht jeder Spieler 4 Steine, ob weiß oder schwarz, ist egal. In dem Fall entscheide ich mich für 2 schwarze und 2 weiße Steine. Okay, und ich entscheide mich für schwarz und weiß und weiß und weiß. Die Steine werden so hingestellt, dass mein Gegenüber sie nicht sehen kann, beziehungsweise nur von hinten sieht, sodass er nicht sieht, was bei mir draufsteht. Und Josia, du hast jetzt schon sortiert. Man sortiert die kleinste Zahl nach links und die höchste Zahl nach rechts. Egal ob schwarz oder weiß, kleinste Zahl nach links, größte Zahl nach rechts. Wenn man einen Bindestrich hat, dann darf man den da positionieren, wo man will. Entweder ganz links, ganz rechts oder in der Mitte, egal. Wenn jemand 2 gleiche Zahlen hat, zum Beispiel die schwarze und die weiße 3, kommt immer die schwarze Zahl nach links. Das heißt, die schwarze Zahl gilt in diesem Fall als die kleinere Zahl. Ziel des Spieles ist es jetzt, dass ich rauskriege, welche Reihenfolge beim Josia steht, welcher Code er hat, Da Vinci Code, welcher Code hier steht. Und Josia muss rauskriegen, welchen Code ich hier stehe habe. Wie gesagt, wenn Bindestriche drin sind, ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Da muss man den Bindestrich als Bindestrich identifizieren. Ansonsten zum Beispiel 1, 2, 5. Und dann hätte Josia, wenn das jetzt richtig wäre, schon gewonnen, wenn er weiß, was hier steht. Der Jüngere beginnt immer bei dem Spiel und darf einen Stein ziehen. Ich entscheide mich jetzt in dem Fall für den schwarzen Stein hier. Das hier ist drauf. Und den stelle ich jetzt erstmal neben meine anderen Steine. So, und jetzt beginne ich den ersten Stein von meinem Gegenüber zu raten. Und das ist am Anfang natürlich immer recht schwer. Klar, rechts stehen die hohen Zahlen, links die niederen Zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass links eine 0 oder 1 steht, ist trotzdem recht hoch. Oder rechts eine 10 oder eine 11. Ich entscheide mich dafür, dass ich mit der größten Zahl anfange und ich sage, deine größte Zahl, also dein schwarzer Stein, ist die 11. In dem Fall, wenn Josia richtig rät, muss ich meine 11 umdrehen. Dann hat er schon mal von meinem Code eine Zahl erraten. Nicht so gut für mich. Und Josia darf sich jetzt entscheiden, ob er noch weiter rät oder ob er seinen Stein, der nebendran steht, den er gezogen hat, ob er den einsortiert in seine Reihe. Und zwar dahin einsortiert, wo er zahlenmäßig hingehört. So, und um meinen Code noch ein bisschen länger zu machen, entscheide ich mich dafür, meinen Stein einzusortieren. Natürlich muss er wieder richtig einsortiert werden.
und deshalb stelle ich ihn hier hin. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Es wird immer erst ein Stein gezogen. Ich nehme diesmal schwarz, dass die Weißen schnell weg sind. Okay, stell den wieder seitlich hin. Und rate beim Josiah rechts oder links. Ich weiß ja jetzt schon mal auf der rechten Seite. Na gut, es könnte auch eine weiße Elf sein. Aber die schwarze Elf liegt ja schon, die ist schon immer da. Ganz links, die 0 oder 1. Ich sag, Josiah, du hast links von dir die 0. Das stimmt. Ja, habe ich recht. Jetzt darf ich diese Zahl hier bei mir einsortieren. Das mache ich in dem Fall. Ich rate nicht weiter, das ist ein bisschen riskant. Am Anfang ist es natürlich schlau, wenn man eine möglichst lange Zahlenreihe hinkriegt, die noch komplett verdeckt ist. So, jetzt bin ich wieder am Zug und diesmal entscheide ich mich für den weißen Stern hier und stelle ihn wieder neben meine Zahlenreihe. Und bei mir ist es jetzt so schwer, meine Kombination, dass es gar nicht raten kann. Ich glaube, dass seine kleinste Zahl die weiße 1 ist. Hier habe ich nicht die weiße 1. Jetzt passiert Folgendes, wenn mein Gegenüber falsch rät, muss ich meine Zahl auch einsortieren, allerdings darf ich sie nicht verdeckt stehen lassen, sondern muss sie hinlegen. Und zwar an die Stelle, wo sie auch hingehört. Und jetzt habe ich natürlich schon einen kleinen Vorteil, weil ich weiß, zwischen 0 und 2, das ist auch noch weiß, könnte jetzt die 0 stehen oder es könnte die 1 stehen. Oder er hat Glück und hat einen Bindestrich, der könnte natürlich auch hier stehen. Jetzt bin ich am Zug, ich ziehe wieder eine, stelle sie rechts hin und gehe das Risiko ein und sage, immer erst bei mir gucke, falls ich die Zahl schon stehe habe. Die 0 oder die 1, ich sage, das ist die 0. Ja. Ja, dann darf ich einsortieren und ich stelle meine schwarze hier hin und habe schon 5 stehe. Er hat nur noch 3 stehe. Ich habe den Code bald gelöst. So, dann entscheide ich mich wieder für eine schwarze. In dem Fall für die hier. Und jetzt rate ich bei dir, die kleinste Zahl ist die schwarze 1. Nein. Okay, jetzt weiß ich schon mal, zwischen 2 und 6 in schwarz. Die schwarze 2 kann es nicht sein, die müsste nämlich auf der anderen Seite liegen. Also ist es die 3, 4 oder 5 oder der Bindestrich. Ich entscheide mich für schwarz, vielleicht ziehe ich der Bindestrich oder eine Zahl davon. Aha, so. Und dann sage ich, das hier ist die 3. Falsch. Falsch. Oh oh, jetzt muss ich meine offenlegen. An die Stelle, wo sie hinkommt. 10 und 11 sind auch schon mal weg. Und so geht das Spiel immer weiter. Wir wechseln uns ab mit 10. Ich stelle es wieder hin. Rate bei dem Josiah. Josiah rät bei mir. Bis alle Steine in der Mitte verbraucht sind. Wenn der Code vom Gegner noch nicht gelöst ist und die Steine in der Mitte weg sind, rät man abwechselnd weiter. Wenn man falsch rät, dreht man eine um. Wenn man richtig rät, darf man sie stehen lassen und weiterraten oder abgeben, dass der Nächste rät. Ich dachte, jetzt am Schluss mit meinen Bindestrichen bin ich klar im Vorteil. Ich war es nicht. Ich habe noch eine Zahl da. Josiah ist jetzt dran. Und was soll ich sagen? Zwischen 5 und 6, die Weißen, es bleibt nur eine Zahl. Dieses Spiel ist mir dieses Mal leider nicht geglückt. Aber Josiah, nächstes Mal, da zeige ich dir es. Und dann sieht es genau andersrum aus. Also du siehst, ein kurzweiliges, schönes Spiel. Es dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten, so eine Runde. Ich habe es immer in meinem Camper mit dabei und empfehle es dir auch sehr. Josiah, du hast auch schon so oft mitgespielt. Was gefällt dir so gut an dem Spiel? Auch wenn das Spiel manchmal, während man spielt, schon aussichtslos für einen aussieht, kann sich das Spiel zum Ende hin immer noch drehen und bleibt somit bis zum Ende hin sehr, sehr spannend. So wie das eben war, es hat so gut für mich ausgesehen mit meinen Bindestrichen, aber Josiah hat das Quäntchen Glück gehabt und hat das Spiel noch für sich entschieden. Wie gesagt, wenn du Interesse hast an dem Spiel, Da Vinci Code,
in der neuen Fassung oder DaVinci Code, wenn du es gebraucht irgendwo noch erwischt, dann sieht es so aus. Schön, dass du mit dabei warst. Liebe spielerische Grüße von Mattes und Josia. Ciao. Ciao, ciao.